Wenn du in DaVinci Resolve Text einen gewissen Pfad lang fahren lassen willst, dann musst du Folgendes tun. Geh in Fusion, such dir eine Text Plus Node, lass sie dir anzeigen, mit 1 oder 2 auf einen Viewer ziehen und dann gibst du dem Ganzen einen Text. Dann möchtest du hier unter Layout gehen und hier von Type, von Point auf Path umstellen und dann kriegst du auch hier so in der Vorschau ein Kreuz, mit der du eine Spline bzw. einen Pfad ziehen kannst. Und schon kannst du dann hier mit Position on Path das Ganze animieren. Und du denkst dir jetzt vielleicht, okay, aber was, wenn ich noch was anderes entlang dieses Pfades bewegen lassen will oder den Pfad selber zeichnen lassen will, dann muss ich ihn ja nochmal anlegen. Quatsch, musst du gar nicht. Du hast nämlich jetzt einen Pfadmodifier, den du dir erstellen lassen kannst aufgrund dieses Pfades. Ich zeig's dir. Hier ganz unten im Layout hast du ja jetzt einen Keyframe für Right-Click für Shape Animation. Und den müssen wir rausnehmen, damit dieser Pfad nicht mehr animierbar ist. Und jetzt haben wir einen festen Pfad, den wir mit anderen Dingen teilen können. Und zwar mit Rechtsklick drauf und dann hier Publish. Jetzt siehst du, hier oben habe ich einen Modifier, der heißt Text1Path und der beinhaltet Values. Um genau zu sein, diese Punktwerte von den einzelnen Punkten und wie sie miteinander zusammenhängen. Und die Werte dieses Modifiers kann ich an jeden anderen Path-Modifier anknüpfen. Und der Path-Modifier wird immer dann erstellt, wenn wir etwas animieren. Hast du schon mal bemerkt, dass wenn du etwas mit Transform animierst, automatisch ein Path angelegt wird? Ein Path-Modifier wird generiert und der bestimmt quasi, wie sehr etwas bewegt wird. Und diesen Pfad können wir jetzt auf jeden anderen Pfadmodifier anwenden. Ich habe jetzt hier eine Ellipse. Oh mein Gott, er hat eine Ellipse! Und im Center kann man ja das Ganze bewegen. Und wenn ich jetzt mit Rechtsklick draufgehe, kann ich dem jetzt hier einen Pfad geben. Also einen leeren, unbearbeiteten Path-Modifier. So, jetzt habe ich hier einen Modifier, Path 1. So, wenn ich hier bei Right-Click for Shape Animation draufklicke, kann ich jetzt hier Connect to Text1Path Value klicken. So, und wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich auf dem Pfad-Modifier hier Path 1, das ist ja der Pfad, der zu unserer Ellipse gehört, der wird durch unseren Text1Path Value bestimmt. Und jetzt kann ich, wenn ich den Keyframe bei Displacement rausnehme, kann ich diese Ellipse entlang dieses Pfades animieren. Also ich kann quasi über das Displacement steuern, wo das ganze Ding sein soll. Du denkst dir jetzt allerdings, wie ist denn das mit Objekten, die entlang der Richtung schauen müssen? Ganz einfach. Ich habe jetzt hier das Dreieck, was anhand unseres Pfades bewegt werden soll und natürlich auch entlang unseres Pfades gucken soll. Dazu suche ich mir mit Shift Space eine Transform Node raus. Und diese Transform Node hat ja auch einen Center hier, welches ich animieren kann und welches ich mit Rechtsklick einen Pfad geben kann. Das heißt wieder dann Path 1 und dem können wir jetzt auch wieder den Pfad unseres Textes zuweisen. So, jetzt kann ich wieder über Displacement sagen, wo das Ganze auf dem Pfad ist, aber es alignt sich noch nicht. Und dazu gehe ich in das Transform Tool selbst und unter Angle kann ich jetzt die Werte der Tangenten dieses Pfades auslesen lassen, indem ich hier über Right-Click Connect to Path 1 Heading klicke. Und damit richtet sich das Dreieck automatisch an unseren Pfad aus. Und wenn das nicht in die richtige Richtung guckt, kann ich hier das Heading Offset drehen. Und somit kannst du zum Beispiel auch Bilder von Autos oder Flugzeugen entlang eines Pfades animieren. Aber halt, wo ist denn jetzt der Pfad eigentlich an sich? Wenn ich jetzt einen Pfad haben will, dann suche ich mir ganz einfach hier eine Polygon-Node rein. Lass sie mir anzeigen und hier unten, da wo Right-Click for Shape Animation steht, nehme ich jetzt auch wieder den Keyframe raus und kann jetzt hier mit Rechtsklick Connect to Text1Path Value eingeben und dann die Border Width etwas erhöhen und schon habe ich meinen eigentlichen Pfad, den ich natürlich über Length auch noch animieren kann. Und wenn wir alles wieder zusammensetzen, tja, dann haben wir die Animation, die du am Anfang bei mir gesehen hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Wissen jetzt um diesen Path Modifier. Ich hoffe, der hat einiges für dich geklärt. Ja, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.